Also ich will das jetzt auch abschließen. Ich will mich nicht so viel damit beschäftigen, ja. Da zähle ich dann immer die Jahre an einer Hand ab. Und dann denke ich so, ja, lieber nicht drüber nachdenken. Du kannst es ja nicht ändern. Ja. Ob ich das jetzt rede oder nicht, das bleibt sich gleich. Und die meisten denken nicht drüber nach und irgendwann ist es halt vorbei, bis halt weg. Wie sieht das, eine Blume oder ein Schmetterling oder was weiß ich. Aber nachdenken darf man darüber nicht. Aber ich sage dir, je älter du wirst, desto mehr denkst du notgedrungen darüber nach. Du setzt dich damit auseinander. Mein Vater lebt ja auch noch. Ja, ja, bei uns werden sie alle alt. Da hat er auch zu mir letztens gesagt, wir müssen uns mal zusammensetzen und wo ich beerdigt werde und Patientenverfügung und so. Naja, ich will da ja nicht so ins Detail gehen. Manchmal gucke ich das Bild von meiner Mutter an und dann denke ich so, das war's, Mutti, das war's. Du warst auf Erden, das war dein Gastspiel, was du hier hattest und ja. Sehen wir uns da oben? Und was, wenn nicht? Alt werden ist nicht für Feiglinge, das sage ich euch nur. Ich wünsche euch trotzdem, dass ihr alt werdet, alle miteinander, ja? Früher habe ich nie geweint, ich habe nie geweint, nie. Aber je älter man wird, desto mehr ist man am Wasser gebaut. Die jungen Leute können das nicht verstehen, die denken dann, die olle Tante, die sitzt da in der Ecke und jammert. Ja, ist so.